Moss. Games by Thomas Brush. Amor Games Studios. Und damit herzlich willkommen bei Pinstripe. Ein Spiel, was ich auch schon lange auf der To-Do-Liste habe und jetzt mit den Quickies. Ich weiß, ob das mehr als 3 Folgen werden. Es soll kurz sein. Ich weiß nicht genau, wie kurz. Und hier, Beautiful Making of Commentary, lass ich mal off. Super Vintage Mode, lalala, lass ich alles nochmal off. Wir spielen es erstmal, wie es gedacht ist. Ich hoffe, ich kriege es in den Quickies unter. Wenn nicht, dann bringe ich es als normales Let's Play. Je nachdem, wie wir es halt hinkriegen, wie lange es geht. Und ja, keine lange Vorgeschichte. Wir starten einfach mal. Der Nachfolger war übrigens auf Kickstarter inzwischen. Leider ist das Ding schon vorbei. Wir haben es aber gebackt. Nur ganz kurz als Information zwischendurch. Und Pinstripe spielt an einem Ort, wo wir alle uns eines Tages wiedersehen werden, nämlich in der Hölle. Ich gehe schon mal vor, ich wink euch von da. Ein Spiel für Kelsey. Das Schluchzen bleibt für die Nacht, doch die Freude kommt wieder am Morgen. Wake up, Daddy. Was? You're sleepwalking again. Tut mir leid, Süße. Nein, tu ich nicht. Tut mir leid, Süße. Hey, do you smell smoke? Ja. Let's go investigate. Okay. You can be Sherlock. Ja, dann? You're silly. Hä, was, wenn ich Sherlock bin, bist du Watson, ist doch klar. Ach, Bo, was soll das? Oh, was ist das denn? It's a mirror, Sherlock. Mhm. It's so dusty, I can barely see your face. Spooky. Look at us, Dad. We look like funny ghosts. Vielleicht sind wir das auch. Boom! Oh, Boom. Es heißt Boo. Oh, right. Boob. Boob ist aber was anderes. Boob, es heißt nicht Poop. Ich sag's nur. So, oh, die Bässe. Oh, warte, da oben war noch was mit X. Kann ich da schnell hin X'en? Ja, hab ich geschafft. Was immer das ist. Das war offenbar das. Und wie man sieht, ein Jump'n'Run. Georgie ist wahrscheinlich das Kätzchen. Und wir fahren offenbar in einem Hauszug. Ich bin noch nicht ganz sicher. Oh. He's all stuffed in his crate. Ja, das stimmt. Den kriegen wir da gar nicht raus. Oh, Entschuldigung. What's that, Daddy? Ich habe keine Ahnung. It looks like a frozen drop of oil? Ja, ne? Erdöl irgendwie. Na gut, haben wir immerhin... Ah, wir haben jetzt einen davon und hier hätten wir jetzt auch so drücken können. Okay. Haben wir schon vorab gemacht, weil Pro-Gamer. Kann ich auch gehen? Ganz normal? Nee. Why is all your stuff thrown out that door, Daddy? Ich hab keine Ahnung. And is that... was denn? Is that Mommy's locket? Oh. Und da steht noch she's irgendwas. She is, sie ist... Ja. Oh. Na süß. Und er sieht so ein bisschen. Er, ne, der Priester da sieht so ein bisschen, also mit dem Kreuz und dem Kragen sieht aus wie ein Priester. Der Priester sieht ein bisschen traurig aus. Die beiden Mädels, also die Mama und die Tochter, die Bu, Bo. Die sind irgendwie happy. Aber wir selbst, wir sehen so ein bisschen bedröppelt aus. Das sind wahrscheinlich Objekte, die wir noch nicht haben. Ah, okay. Oh, Entschuldigung. Ein seltsames Porträt eines Mannes. Spiel speichern. Spiel gespeichert. Können wir hier hoch denn? Nee, ne? Können wir nicht. Okay. Dann gehen wir mal weiter. She's mine. Alles klar. Sherlock. Watson? I think I can reach that button.
Okay. Also Teamwork. Jetzt haben wir's. Okay. Und weiter geht's. Sonst kann man nichts machen. Da oben hängen noch Krawatten runter. Sehr viele Koffer. Ein sehr großer... Ja, doch, ein sehr großer Zug, wie es aussieht. Ein sehr, sehr großer Zug. Unser Wohnhauszug. Okay. How did this get here? Bo's Notebook. Don't look at it, Daddy. It's just a silly drawing. Und warum ist sie denn so traurig? Und da ist Mami auch gar nicht mehr dabei. Das sind nur wir. Failure, Versagen. Oh, 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 oh. Ich vermute mal, das hat doch auch noch was zu sagen, oder? Okay, ich weiß noch nicht genau, wie es hier weitergeht. Oh, das wollte ich gar nicht. Jetzt haben wir's. Wer ist der Mann? Und die große Frage ist immer noch, wo sind wir hier? Also, in der Spielebeschreibung steht... Good morning, Ted. Mr. Pinstripe. Guten Morgen, Ted. Guten Morgen. And who might this be? Das ist Bo. Hello there, Bo. Ich weiß nicht, warum traue ich diesem Mann nicht? Er sieht nicht sehr vertrauenserweckend aus. Do you like balloons? How about a shiny black one? Wer bist du? Just a friendly man. Voll vertrauenswürdig. With a shiny black balloon. Ja, man soll ja keine Vorurteile haben, aber irgendwie... Oh, I like your dress. Okay, wir haben ihn mal nicht beleidigt. Und über diese schwarze Pampe. Looks like a giant old sack. It makes me dizzy. Was auch immer das ist, ich habe keine Ahnung. Wir kommen hier nicht weiter. Kann ich von hier aus? Nein. Daddy, I think you should stop sniffing that thing. It looks like it's bad for you. Der Sound ist schon krass. So, LT waren diese Sachen hier, okay. Oh! Da resetten sich die Gläser, okay. Ah, hier geht's auch hoch. Aber ich kann da sonst nichts machen. Okay, also probieren wir's mal. Ich schnüffel mal weiter dran, weil hier kommen wir eh nicht weiter. Ich schnüffel mal dran. Entschuldige, Kleine, aber ich will doch weiterkommen. She always told me to stop sniffing things that look weird. Aber meistens riechen die am interessantesten oder am ekelhaftesten. Like that brown thing that I found in the fridge. Bäh. Okay, aber den Sack haben wir weggeräumt. Kommen aber trotzdem nicht weiter. Wir müssen wieder zurück, wa? Da ist der schwarze Ballon. Look, a balloon, Daddy. Halt, Bo! Warte, 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 warte! Bo! Nein! Bo!
My. Your little girl is a feisty one. But don't worry, Ted. She'll soon call me father. Pinstripe. Edgewood. Okay, wir wissen nicht genau, war das nur ein Traum gerade? Boschal. Offenbar, er riecht nach Rauch. Offenbar kein Traum. Das ist der Zug links und Whisky. Und jetzt haben wir den an. Oh, guck mal, jetzt haben wir den Boschal an. Hier ist der Zug gerade gecrashed. Oh, es geht noch nach links, okay. Keine Ahnung, wo wir sind. Der Verzehr meiner Tempopilze ist streng verboten. Nebenwirkungen umfassen Übelkeit, Durchfall, Selbstmordgedanken. Oder eine +1 Aufwertung der SG-Schussgeschwindigkeit des Spielers. Also tu es nicht. Pringles Ballonladen. Okay. Wir kommen nicht da drauf. Rein können wir auch nicht, ne? Ne. Okay, aber hier geht's noch weiter. Hier unten ist eine tapsige Fußspur. Und da oben würde ich wirklich gerne hin. Das sind ja lauter Diamantis. Okay. Mist. Okay, keine Ahnung, wo ich jetzt bin. Hey. Was? Ach, Felix, alles klar. Macht ihr nicht auch Let's Plays? Up here. Why the hell are you dressed like a damn preacher? Was? Have you tried these sack things? Okay. Look. Look. Der hört sich wirklich ein bisschen an wie PewDiePie, oder? Bin mir nicht sicher. Not cool, bro. Der hört sich wirklich ein bisschen so an. Einer dieser Säcke. Mit einem richtig tollen Geruch. Oh, ernsthaft. Okay, wir haben einen Sack mitgenommen. Ich weiß noch nicht genau, wofür. Die Tür ist mit einem goldenen Schloss verschlossen. Okay. So. Das könnte er wirklich gewesen sein. Ich bin mir nicht sicher. Ich meine, warum auch nicht? Oh, was ist hier? Was steht da? Was steht im Hintergrund? Brrdi. BRD. Oh, ein Bild von... Was? Ich wollte gerade auch Spaß sagen. Oh, ein Bild von mir. Ja, offenbar haben wir nicht nur den Nachfolger bei Kickstarter unterstützt, sondern wahrscheinlich auch Pinstripe. Es sind inzwischen so viele, die wir unterstützt haben. Ich weiß es gar nicht mehr. Eines sehr aggressiv aussehenden Mannes. Gronkh, bist du aggressiv? Bist du aggressiv, Gronkh? Ich bin aggressiv! Noch einmal drehen, sehr aggressiv aussehen. Oh, schön. Entschuldigung, ich muss gerade lachen, weil ich damit nicht gerechnet hätte. Das ist einfach lustig. Entschuldigung. Oh. Nun. Mr. Dicky. Ted? Kenn ich dich? Don't you recognize this sexy face, swipe? Was? It's me. Mr. Dicky. Was?
Just get out of here. I'm miserable. Oh, aber ich brauche Hilfe. Welcome to hell. Now get. Aber meine Tochter wurde entführt. Pinstripe. Wer? I think I might know where she is, Ted. The Hangley House. Was ist denn das Hangley House? But I'm not sure how you're going to defend that silly body of yours without a weapon. Furzt der gerade? Until you find one, I'm afraid I can't help you. Okay. Wir brauchen also eine Waffe. Also ich beleidige mal nicht durch die Gegend, ne? Ich versuche mal... Okay. Fütere mich. Oh. Okay, ich muss hier unten erstmal drauf, aber da kommt noch nichts raus. Ne? Ich muss den weiter füttern, glaube ich. Oder vielleicht kann ich ja von... Warte mal, vielleicht... Okay. Aber eine Zwillammer. Bos Spielzeugschleuder. Wie kommt die denn hier oben hin? In das Holz ist herzlichen Glückwunsch, Bo, eingeritzt. Klicke oder drücke den Auslöser zum Loslassen. Was ist denn der Auslöser? Du kannst zum Beispiel diese Kiste zerschießen. Also die da. Ah. Okay. Okay. Die hier wahrscheinlich nicht. Das wäre zu einfach. Habe ich gerade eine Liane gesehen, sag mal? Warte mal. Ich muss leider nochmal hoch. Habe ich hier... Da war... Shit. Da war eine Liane. Ich weiß aber nicht, ob ich die kriegen kann. Oder ob ich die jetzt catch... Also, ne, weißt du schon. Das ist nur von der Kiste, das Ding. Mu. Okay, gut. Wir haben eine Zwille, aber wir haben eine Waffe jetzt. Jetzt ist sie aber weg. Ich muss nochmal... Das Porträt sieht immer noch sehr aggressiv aus. Ich muss einfach an die Streams denken. Bist du sauer, Gronk? Bist du aggressiv? What took you so long, butt slug? Warum beleidigt er mich denn immer? I'll meet you up at the Hangley House. Wo? I told you, the Hangley House, just up the mountain. Okay. I'm sure that's where Pinstripe is keeping Bo. Okay, einfach schön. Boah, alter Mann. Okay, wir treffen uns da. Ich mache mal das Sonnenschein-Ding. Ich mache mal das Freundliche. Warum soll ich ihn auch beleidigen? Der will mir ja helfen. Okay, da komme ich nicht lang. Da oben ist noch was, da komme ich aber nicht hin. Ich frage mich, ob wir Felix nochmal wiedersehen. Ich würde gerne da oben auch hin. Komme ich da nicht von der Seite vielleicht aus hin? Nein, komme ich nicht. Und oben drüber? Da ist ja noch eine Kiste oben, ne? Probieren wir mal. Wir wollen ja auch alle Kisten zerschießen. So. So, ich dachte vielleicht kommen wir von hier aus dahin, weißt du? Nein, kommen wir offenbar nicht. Wahrscheinlich von der anderen Seite, würde ich vermuten. Okay. Achso. Oh, das wollte ich gar nicht. Oh, was ist das denn? Filmstrip, ein geheimer Filmstreifen. Okay. Und wo kann ich ihn jetzt sehen?
Kann ich alle Lampen zerbashen? Da oben komme ich ja eh nicht hin. Ich muss doch da irgendwie auch hinkommen. Also irgendwie geht's bestimmt. Irgendwie mit Ö. Ich will mal ganz kurz gucken, ob ich Lampen zerbashen kann und dann Belohnung kriege dafür, dass ich Sachen kaputt mache. Lalala. Und die Vasen vielleicht auch, die so rumliegen. EVTL. Na. Ja, man wird belohnt dafür, dass man Sachen kaputt schießt. Geil. Okay, da geht's eh nicht weiter. Noch nicht. Da oben ist ein Schild, also vielleicht kommen wir später hoch. Boah, dieses Bild von diesem aggressiven Mann. Furchtbar. Okay. Sind da überall Herzen drin? Weil dann würde ich mir vielleicht noch was... Was immer das ist, ich habe keine Ahnung. Ja, da oben haben wir schon alles weggeräumt. Okay. Unglaublich. Was ist das? Da kann ich ja... Ich schieße jetzt alles ab. Was ich nicht verstehe, erschieße ich. Ich bin ein Mensch. Alles klar, später. Aber wir hatten hier noch... Flop. Sieht aus wie Brokkoli. Ich habe keine Ahnung, wozu ich es brauche. Ich nehme es trotzdem mit. Okay, das geht nicht. Ich wollte gerade ein bisschen schaukeln. Na komm, ich lasse den Brokkoli mal liegen. Ich würde echt gern da irgendwie hoch. Aber vielleicht später. Wir gehen erstmal zur anderen Seite und gucken mal, was da so ist. Da waren wir noch gar nicht. Das hier sieht aus wie Blut am Baum. Das gefällt mir nicht. Aua. So. Lade. La, 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 la. Das Spiel ist übrigens wahnsinnig. Also ich finde es sehr atmosphärisch und wahnsinnig schön. Ich mag das sehr gerne. The Hangley Pass, da sind wir ja schon. Und da ist das P, hier wohnt Herr Pinstripe. Das sieht ein bisschen aus, als wäre es aus Gravity Falls. Da hinten ist es, da müssen wir hin. Hallo, Ted. Bring mich zu Bo. Oh, you've enlisted that stinking mothball Dickie to help you find a bow. My inclination tells me that poor old Dickie's back is as strong as a silly wooden puppet. Aber er sieht doch aus wie eine Holzpuppe. So, I think Bo will just spend some time with me in my little parsonage. Pfarrhaus, vor allem der im Pfarrhaus. Yes, I think that's precisely what we'll do. You freakishly stupid looking goose! Reiß dich zusammen. Wir reißen uns zusammen. Das hat nichts gebracht. Okay, es geht unten lang und oben lang. Wir gehen erstmal unten lang. Was ist das denn hier eigentlich? Oh. Juhu! Juhu! Oh. Okay. Das sieht gar nicht gut aus. Wenn ich zurückgehe? Immer noch. Diese Höhle sieht dunkel und böse aus. Es ist stockfinster und nichts ist zu sehen. Okay, kann man momentan noch nicht machen. Was ist mit den Dingern hier? Nehme ich. Oh. Nehme ich den kleinen Brokkoli. Keine Ahnung, was wir da machen müssen mit dem Lichtelein. Ah, okay.
Hier sind wir also in seiner Domäne, wie es aussieht. Ah. Ploing, ploing. Ich weiß gar nicht, ob die Brokkolis uns nachher Leben geben oder irgendwas. Yeah! Yeah! Alles okay, Dicky? Oh, my back feels like hell. Du bist alt! Nein, tut mir leid. Now listen, Snot, we don't have much time. Bo is just up the mountain in the Hangley house. Kommst du nicht mit? I'd love to see those prissy pin legs climb this mountain at my age. Okay. Sehr gut, eine Kamera weg. Okay. Zwei sind oben. Ich weiß aber nicht, ob ich da hochkomme. Da muss ich wahrscheinlich über den anderen hangen. Okay. So, nochmal ganz kurz hier. Flum, 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 flum. Yeah. Dü, 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 dü. Der arme Hund. Okay. Das mit oben rum scheint überhaupt nichts zu nützen. Wir sind ja schon oben rumgegangen. Oben der Hangley-Pass. Unten Red Wash. Und wir brauchen noch irgendwo ein rotes Licht. Ich weiß natürlich überhaupt nicht, wo wir das herkriegen. Ich probiere mal, das Ding ganz nach oben zu drehen. Mal gucken, ob da was passiert. Vielleicht kommt das ja auch runter. So. Oh, danke. Ein geheimer Filmstreifen. Würde ich gerne mal angucken. Mal gucken, wie weit das nach oben geht. Passiert da auch irgendwas? Ah ne, damit geht's ja runter. Stimmt ja. Oder? Ach, ich weiß nicht. So. Hier müssten wir irgendwie hin. Toll. Das hilft ja richtig gut. Geht alles nur nach oben. Oder mal, kann ich das vielleicht, je nachdem, von welcher Seite ich schieße? Nee. Aber mal, das ist doch der rote Knopf hier, oder? Müsste das nicht sein? Müsste jetzt der Hund nicht frei sein? So, warte. Thanks for that, Ted. Was? Du kannst reden. I was wondering if I was ever gonna get out of that thing. Georgie, du kannst ja reden. Hey, where's Bo? Pinstripe hat sie entführt. I was afraid of that. Ah, shit happens. Well, you've gotta get her, man. Ja, Mann, Georgie, Georgie Boy, du sagst es, mein Bruder. I wonder if I can help sniff out some clues or something. Das wäre echt knorkelissimo. Speaking of which, is Mr. Dickey somewhere around here? Ja, drüben. Yeah, I could smell that guy's butt from a mile away. Bitte was? Das will ich gar nicht so genau wissen. Warum warst du eingesperrt? Pinstripe guy. Ah, na klar. He's such a jerk. Ja, das tut mir leid. Ah, komm mal mit. Kommst du hoch? Ach, der beamt sich einfach. Alles klar, cooler Hund. So, Hunde haben wir befreit. Gehen wir mal zu Georgie Boy. Nach oben kommen wir immer noch nicht. Nicht Georgie Boy, zu ihm hier. Stop running around like a buffoon. Was? When I was your age, I was working 80 hours a week at my father's steel mill. Jeder zweite YouTube-Kommentar. He would beat me with a broken steam pipe on a daily basis. Mit der blanken Faust? Hä? Aber in Englisch heißt es doch mit with a broken steam pipe. Also mit dem Rohr hat er ihn verprügelt, nicht mit der blanken Faust. I still have the scars. Okay, muss ich hier rüber? Offenbar nicht.
wo kann ich denn mit... Oh, was ist das denn hier? Ah, dafür sind die da. Ah, gut gemacht, Hundi. Sehr, sehr cool. Oh. Father? Jack? Help! Was machst du da oben? This demon thing is eating me alive. I'm not eating you. I'm just delivering you to Rivers. Don't worry, sweetie. It's plenty of fun down there. This is sack of juice to drink all day and night. Wenn ich schmierigen Sacksaft trinken will, dann gehe ich zum Parkplatztreff. Da brauche ich dich aber nicht, Kollege. Bitte, was? Ah, das ist so widerlich. Oh, really? Well then. Hurry up. We haven't got all day. Ob das gut ist? Ich glaube eher nicht. Gehen die Dinger eigentlich kaputt? Nee, ne? Die gehen nie kaputt. Okay. So, was ist hier? Sonne. Sonne! Das hole ich mir mal. Tach! Achso. Wir gehen gleich wieder hoch. Ich wollte nur den Diamanten haben. Ich weiß immer noch nicht, wofür er gut ist. 23 Stück haben wir schon. Und zwei Kameras müssten hier sein. Irgendwo links muss eine Kamera sein. Da kommen wir momentan noch nicht hin. Da sieh mal eine an. Au! Ich komm nicht weg. Oh. No Bible? Wir nehmen die Bibel. Red Wash Baptist. Was? Father, we are so sorry for your loss. 2 Samuel 9:8, Elders and Staff. So, dann haben wir es wieder gut gemacht. Wie gemein mit dem Bouncer da, ne? Kann ich das eigentlich hier? Ich frag nur. Frag für einen Freund. Okay, geht nicht. Brute steht da oben dran. Okay. Okay. The door is locked with a golden padlock. Alles klar. Komme ich darüber? Ja, und kann ich das hier abschießen? Sehr gut. Und hier über diese Pinstripe-Dinger. The door's locked with a silver padlock. Okay, wir werden noch viele Schlüssel brauchen, wie es aussieht. Oh, da ist die nächste Kamera. Wie komme ich an die Kamera? Hätte das Ding da vielleicht reinschießen müssen? Hätte ich da vielleicht darauf achten müssen, dass das Ding da was reinsemmelt? Respawnt das jetzt? Da brauchst du einmal einen Respawn? Ja, Respawn. Good thinking, Ted. Dankeschön. So, die lassen immer ein Herz fallen. Das ist sehr gut. Sollen wir uns merken. So, Los Cameras ist kaputt. Und somit ist der Schlüssel unser. A silver key. Yeah. A tiny P is etched into the handle. Sehr gut. Da haben wir das erste Haus direkt schon offen. Glaube ich. Das, wo wir gerade waren. Müsste es gewesen sein. Hui. Kann man hier eigentlich? Oh. Da unten komme ich momentan. Ich weiß, die schwarzen kann man bestimmt später noch machen. Dauert noch ein bisschen. Hier auch. Bin mir fast sicher, das wird später alles noch passieren. Momentan noch nicht. Nee. Das war gemein.
Hier ist Golden, aber da hinten ist Silver. Hier bei dem Häuschen. Da kommen wir doch jetzt rein, oder? Ja, sehr gut. Wer auch immer hier wohnt. Oh, Bo. Und dafür sind wir hier reingegangen. Träumchen. Okay, da ist nix. This record player is covered in red feathers. The record is called Miss Birdie Bonded, Intermezzos and Other Contemplations. Wir spielen für Sie Miss Birdie Bonded, Intermezzos und andere Erwägungen. This song is called The Last Smile. Sir Dirk, eines gut frisierten Typen. Musik ist voll schön. Ich hoffe, die spielt noch weiter, wenn ich hier weiter... Okay. Miss Birdie! Ach du meine Güte, ich wollte das Lied eigentlich hören gerade. Ja, na klar. Hallo. Where's my little friend Bo? Ja, Dickie meinte, der wäre hier. Oh, did he now? Dickie's pulled a fast one on you, I'm afraid. So, are you going to get me out of this contraption or not? Nein, danke, Taubenfurz. Was, Taubenfurz? Sicher. So. I'm guessing you meant to do that? Regardless, I think you may have killed her. Ich wollte sie befreien. At least you were nice to her before she fell to her death. She really was a sweet old lady. To Miss Birdie. May her soul fly forever and ever through the sky. And into the heavens. Amen. Ich wollte die retten, ich wollte die nicht töten. Ach, Gott sei Dank. O- oder? Alter. Alter, willst du mich verarschen? Ich dachte gerade, ich habe die gekillt. Alter. Dickie has something to say to you, don't you, Dickie? Lass hören, Bastard. Alter, was? Ist in Ordnung, Dickie. I lied, but I just wanted help finding my little birdie. Okay. Pinstripe lives down in Red Wash. A lake deep in the bowels of hell. I'm afraid he's probably locked your sweet bow in his creepy passage. Okay. To get there, you need light. Licht brauchen wir. Let's see if I've still got it. Ah, jetzt kommen wir unten rein. Oh yes, here it is. Ein Streichholz. One night, after Bo and I were playing with her toys, she gave me this on piece of paper. Ah, okay, zeig mal. I wonder if it could help you find light. Ach, ich dachte, die Oma hat Licht dabei. Shit. You can examine the clue later if you forget it. Okay, Toys Top Secret, wir wissen doch. See the clue icon flashing down at the bottom of the screen. Nein, nicht die vierte Wand durchbrechen, Omi. Mann, sag mir doch sowas nicht. That's where you can check out all the clues you found on your journey. Woher weiß sie das denn? Be sure to examine them closely. Anyways, we'll meet you down in Red Wash. Okay. I'm sure we'll find Bo, sweetheart. Ah, ich hoffe, du hast recht, Miss Birdie. 10 Tablets. Toys, Top Secret. 10, aber was heißt Tablets? Ich dachte, da wäre jetzt die Kombination für das Spiel, für die Spielsachen-Gedingse. Ich mach mal ganz kurz, haben wir hier vielleicht auch, hier sind die Dinger? Wo sind denn die Filme eigentlich?
Die Filme sind nicht hier. Okay, das sind die ganzen Items, die wir sammeln können, aber wo die Filme sind, weiß ich nicht. 10 Tablets. Okay, übrigens. Ach, little lady droppings. Was? Ein Haufen der kleinen Damen? Hat die Oma hier hingeschissen oder welche kleine Dame ist gemeint? You gotta jump on her butt, man. Was? Ich soll der kleinen Lady auf den Hintern springen? Was? Jump her butt? Ist das was? Was? Danke für den Tipp. Voll in die Scheiße. Der kleinen Lady auf den Hintern springen. Alles klar? Geil. Ja, da bin ich natürlich sofort dabei. So. Ted, remember that toy chest in the tree in Edgewood? Ja, da will ich ja später noch hin. Ja, ja. Maybe that has something to do with Miss Birdie's hints to get the light. Welches Licht? The light you need to get to Redwash. Ach so, das. Be sure to check your clues, man. Ja. See the clue icon on the lower left of the screen? Ja, 10 Tablets, Mann. Ich wollte was anderes holen. Geh mir doch nicht auf den Sack. Achso. Ich glaube, es hackt, Junge. Da unten ist nämlich noch ein Diamant. Nach da oben kommen wir nicht. Das Lied würde ich gerne noch hören. Da, den Diamanten meinte ich eigentlich. Da unten war aber noch einer. Ah, okay. Ach, ich hätte... Fuck. Und nochmal den Weg. Ich will den Diamanten holen. 35. Wir werden später bestimmt noch... Die werden wir noch für irgendwas brauchen. Ich weiß noch nicht genau wofür. Aber wir werden sie brauchen. Deswegen will ich alle holen. Den da übrigens auch. Aber da kommen wir momentan noch nicht ran. Da brauchen wir noch irgendwas anderes. Für die Zwille oder so. Den da oben auch. Was immer das ist. So, jetzt haben wir einmal den da unten. Den haben wir. Flomp. War das der gleiche? Ich guck mal. Beziehungsweise war das derselbe. So rum nämlich. Lala. So. Wir sind ja gleich da. Und dann gehen wir zurück, gehen zur Spielzeugtruhe, wenn ich da irgendwie wieder hinkomme. Du, 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 du. Nein, das war nicht derselbe. Nein! Ich hasse alles. Nochmal. Das darf doch nicht wahr sein. Grummel, 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 grummel. Grummel, 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 grummel. Ich wollte eigentlich nur auf den Rand, auf das, ja. Hat nicht so gut geklappt. Mal gucken, wenn wir es jetzt nicht kriegen, dann ist egal. Ich mache erstmal so. Man muss direkt abspringen, sonst fällt man runter. Alles klar. Jetzt haben wir es aber und jetzt gehen wir wieder zurück. Gleich. Mr. P. Jump on a butt, das war's nämlich, was er meinte. Okay, Gott sei Dank. Das haben wir gut hingekriegt. Da kommen wir noch nicht hin. Wir laufen wieder zurück. Boah. Alter. Das liebt Töchterlein. Na, Glückwunsch, das wird ja schön. So, lange nicht mehr hier gewesen. Edgewood. Ich würde gern da oben natürlich hinkommen, da. Verdammte Axt. Oh, hier nochmal schnüffeln. Ja, jetzt kommen wir auch nach oben. Da kommt ein Pilz raus wieder, ne? Ne, doch nicht. Was ist das? Okay.
Arzentanilide Tablet, Stage 4 Treatment, Tablets 3 times a day. Also 10, 4, 3 oder was? Ich dachte, wir kommen jetzt mit dem Pilz da oben auch hin. Ich will da oben hin. Na, na. Na, 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 na. So, hier kann man eh nicht weiter. Ach, wen haben wir? Jetzt sind die ja überall. Na. Wie lang? Ich sag nichts. Das muss man auch erstaunlich oft lang. So, 10, 3, 4 oder was? Zehn Tablets. Das sind die Tablets. 10 Tablets. Also 40, 30 oder was? Ich weiß gar nicht. Tablets 3 times a day, 40, 30? Ich werd noch nicht ganz schlau draus. Stage 4 Treatment, Tablets 3 times a day. 10 Tablets 3 times a day. Stage 4 hat nichts damit zu tun, ne? Zehn Tablets, dreimal am Tag. Das sind 30 Tablets. Ich weiß nicht genau. Erstmal natürlich das hier. Okay. Okay. 10 Tablets. Vielleicht einfach eine Reihenfolge. 4, 10, 3. Nicht ganz so kompliziert. Ja! Okay. Cool headlamp. Eine Stirnlampe. It's lined with like flower doodles. Ja, ist genau mein Style. Select the icon to turn it on and off. Okay, Icon. Yeah! Hurra! So, auf geht's. Komm, ich speichere nochmal bei diesem... So viel Aggression. Seine Aggression füllt die komplette Leinwand aus! Entschuldigung. Ja, die Aggression. Ja, ich finde das lustig. Oh, Entschuldigung, ich muss ja springen. Die Aggression. Die Aggression. Man kennt sie von ihm schon. Ist das eine Kiste eigentlich da oben? Nee, ist nur ein Rad. So, goldenen Schlüssel haben wir noch nicht dafür. Ich würde hier gerne hochkommen. Meine Tempopilze, Überfahrer, Durchfall, der Schussgeschwindigkeit. Okay, ja, geil, das tut's nicht. Aber wir können die ja eh nicht essen. Geht ja eh nicht. Das ist so gemein, ich will die alle essen. Wenn wir es können, essen wir aber auch alle, ne? Wir gehen nochmal ganz zurück und essen alle. So. Mit der Stirnlampe kommen wir doch jetzt in die Höhle. Nein. In die Höhle, nein. Na warte, Pinstripe.